Ästhetische Objekte entstehen erst durch die Wahrnehmungshaltung des Rezipienten, was verlangt, dass immer wieder neu über das Werk gesprochen wird. Und damit bin ich dann beim Thema dieser Veranstaltung, immer wieder auch neu geschrieben werden muss. Dem Geschriebenen kommt dabei die Aufgabe zu, Aussagen über Kunst zu machen und zugleich das Verstehen von Kunst als offenen, steten Prozess im aktiven Modus ästhetischer Wahrnehmung und Erfahrung zu begreifen, zu dem sich auch dann noch neue Erfahrungen und Wissen hinzugesellen, wenn sich etwa der Blick längst vom betrachtenden Objekt oder Bild abgewendet hat und die Ereignishaftigkeit dessen den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückten Werkes längst verblasst ist. Deswegen kommt für die praktische Erschließung von Werken der freien wie angewandten Kunst dem Text eine gewichtige Rolle zu, ein Text, der einfließt in die ästhetische Erfahrung. Texte müssen also darauf abzielen, dass die Werke nicht allein als Objekte wahrgenommen werden, sondern die Reflexion der Bedingungen ermöglichen, unter denen es zu ihrer Rezeption als ästhetische Objekte kommt. Feststellen lässt sich, und hier zitiere ich Wolfgang Ulrich, man bemüht sich gerade nicht um Bildung oder Aufklärung, sondern vielmehr wird der jeweiligen Klientel suggeriert, sie befinde sich schon auf Augenhöhe mit der Kunst und stecke selbst voller kreativer Potenziale. Eigentlich geht es nur noch darum, ein paar Unsicherheiten abzubauen. Beim Versuch, es allen recht zu machen, hat sich, das darf festgestellt werden, eine Art Nivellierung nach unten eingebürgert und werden die Besucherinnen und Besucher meist wie Unmündige und Unwissende behandelt.